Hallo, wie geht's denn so? Wir kennen die innige, humorvolle, ja, gar freundschaftliche Beziehung zwischen Obi-Wan Kenobi und seinem guten Kollegen General Grievous. In zahlreichen Film- und Seriensequenzen begegnen wir immer und immer wieder sympathischen Unterhaltungen. Die Beziehung zwischen diesen beiden ist wirklich etwas Besonderes. Natürlich sind beide Charaktere in keinem Fall befreundet. Im Gegenteil, sie können sich nicht ausstehen. Warum Grievous Obi-Wan mehr als alle anderen Jedi fürchtete und ihn sogar hasste, erfahrt ihr im heutigen Video. Die finale Auseinandersetzung des Cyborgs und des Jedi-Meisters ist der Inbegriff des Höhepunktes der Klonkriege. Nach Dokus Tod agiert Grievous als Spitze der Droidenarmee und ist damit der einzige Weg, dem Krieg ein Ende zu bereiten. Der Kampf der beiden stellt also die finale Konfrontation beider Parteien dar und steht damit stellvertretend für den Kampf zwischen Republik und Konföderation unabhängiger Systeme. Zuallererst muss man sagen, dass Grievous ausnahmslos jeden Jedi hasste und verabscheute. Obi-Wan war keine Ausnahme. Grievous' Körper war dazu designt, Jedi zu vernichten. Ziel seiner Architektur war es, sich den Kampfstilen seiner Gegner anzupassen und diese dann mit ihren eigenen Techniken zu überlisten. Dies gelang Grievous an zahlreichen Stellen. Warum genau Kenobi ein perfektes Gegenstück zu Grievous bildet, dazu kommen wir gleich. Doch um die Beziehung beider Charaktere besser zu verstehen, müssen wir erst einmal deren Begegnungen betrachten. Davon gibt es einige. Schon in Clone Wars treffen sich die beiden häufiger. Dennoch gelang es weder Obi-Wan, Grievous festzunehmen, noch Grievous, Obi-Wan niederzustrecken. Jede Begegnung endete für die beiden in einem Unentschieden, wobei man den Punkt eher an Obi-Wan geben muss. Er half bei der Zerstörung der Malevolence, befreite unter anderem Eve Koth aus den Fängen Grievous und befreite mit Anakins Hilfe Palpatine bei der Schlacht von Coruscant. Man erkennt also, Obi-Wan stellte den Cyborg immer wieder bloß und sorgte damit für peinliche Situationen vor Dooku und noch viel schlimmer vor Sidious. Man wusste, sobald Obi-Wan mit von der Partie war, dass Grievous keine Chance haben würde, den Sieg davon zu tragen. Grievous traf auf viele verschiedene Mitglieder des Jedi-Ordens. Eve Koth, Kit Fisto und sogar Mace Windu, einem exzellenten Lichtschwertkämpfer. Doch immer, wenn Obi-Wan beteiligt war, musste Grievous fliehen. Dies verletzte die Ehre des ehemaligen Kalish-Kriegers aufs Extremste. Warum gerade Obi-Wan dazu fähig war, ist wirklich interessant. Weder Windu noch Fistu noch Koff waren dazu in der Lage. Obi-Wan war nicht der beste Schwertkämpfer, dennoch benutzte er eine äußerst passive Form und griff eigentlich nie an. Er agierte immer defensiv und konzentrierte sich darauf, Angriffe abzuwehren und zu parieren. Wie zu Beginn erwähnt, ist Grievous darauf spezialisiert, sich dem Kampfstil seines Gegenübers anzupassen. Es ist ihm also möglich, offensivem Verhalten durch einen noch offensiveren Angriff zu begegnen. Allerdings funktioniert diese Strategie nicht bei Obi-Wan. Wie sollen zwei Duellanten defensiv gegeneinander kämpfen? Obi-Wan wechselt niemals seine Position als passiver Teil im Kampf und zwingt Grievous damit, den offensiven Part als Aggressor zu übernehmen. Alles, was Obi-Wan dann noch tun muss, ist auf Fehler seines Kollegen zu warten und diese Situation auszunutzen. Obi-Wans Schachzüge sind damit nur sehr schwer vorherzusehen, sodass sich Grievous kaum auf ihn einstellen konnte. Man erkennt also, Obi-Wan passt perfekt zu Grievous und es gibt einige Gründe für die besondere Beziehung beider Charaktere. Was meint ihr? Hätte Grievous gegen Obi-Wan gewinnen können? Schreibt uns das in die Kommentare. Abo nicht vergessen. Ciao.